Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar, wie ihr schon seht, ein kleines altes Spiel. Und zwar Die Siedler 4. Die History Edition, also dieses, ist ein bisschen aufgeschönert worden. Es hält sich in Grenzen, aber es ist schöner geworden. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Missionen so nach und nach und guck mal so, wie das jetzt so ankommt und wie mir das so gefällt. Also früher habe ich ultra gerne die Siedler gespielt. Und ja, da fangen wir einfach mal an, darf ich sagen. Am Wasser, das ist ein bisschen, naja, gut, eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hier haben wir schon mal eine Steinmetzhütte. Haufenweise kleine Siedler, das heißt, wir brauchen eh erstmal ein bisschen reingucken. Ach, hat aber Spezialisten. Pioniere, oder? Das sind Pioniere? Ja. Machen wir mal 1, 2. Oh, jetzt haben wir 4. Okay. Ist okay. Die holen sich jetzt Schaufeln und dann sind es Pioniere. Nein. So, ihr da. Weil ich brauche eigentlich nur Land. Nur Berg. Den brauchen wir. Tatsächlich brauche ich einen Geologen. Brauche ich eigentlich nur einen. Dürfte reichen. Weil die relativ schnell sind. Da haben wir einen Holzfäller. Der hat aber keine. Den setzen wir da an. Und wollen wir noch einen Förster. Setzen wir da hin. Und schon gehen die Ersten und wollen den Förster bauen. Die Försterhütte zumindest. Oh, das geht ja richtig zackig hier. Geologen müssen wir auch schon haben, oder? Habe ich nicht einen Geologen erstellt? Was ist denn der? Ach da. Es ist zwar echt kein großer Berg, aber vielleicht haben wir ja was. Man weiß es ja nicht. Ja, was haben wir denn da alles? Das ist Kohle, oder? Und was haben wir da? Kohle. Kohle ist wichtig. Kohle ist wirklich wichtig. Haben wir aber nicht viel. Und Kohlehütten brauchen. Bergleute benötigen Spitzhacke. Lieblingssorgen für Berg und Eisenschwefel tief. Nein. Jagdhütte. Metzgerei Hürde, vielleicht für die Bergleute in Eisen- und Schwefelminen produziert. Bäckerei. Kohle und Steinminen. Kohle und Steinminen. Kohleminen. Das heißt, wir brauchen unbedingt, bevor uns die Leute ausgehen, baue ich gleich mal hier, also bevor hier. So. Genau. Und dann, also da hauen wir eine Kohle rein, aber um Kohle herzustellen, brauchen wir erstmal Essen. Und um Essen herzustellen, bauen wir hier mal ein schönes Häuslein hin. Das muss einfach drin sein. Ja, ein guter Ort für eine Kohlemine. Das sehe ich auch.
Aber ich brauche noch einen Geologen, obwohl. Ich glaube, das haben wir rausgefunden. Was ist denn da hinten? Haben wir da was? Das wäre mal mega nice, wenn da irgendwie so Gold oder das Eisen. Eisen ist wichtig eigentlich. Ich finde. Okay, den haben sie gleich. Wenn sie den haben, müssen sie da hinten unbedingt weitermachen. Ich mag den hier haben. Und ich brauche unbedingt mehr Leute. Viel, viel mehr Leute. Meine Soldaten, die können wir mal versammeln. Und zwar hierher. Genau. Sag mal, wer von euch hat auch Siedler gespielt? Oder welche Siedler ist euer Favorit? Und freut ihr euch aufs neue Siedler? Ich freue mich da extrem drauf. Und geil, wir haben Eisen. Genau da, wo ich Eisen haben will. Das ist der Hammer. Es braucht ein Eisen. Brot, Brot, Bäckerei. Nee, ist eine Schafzucht, da ist eine Bäckerei. Achso, Kohle und Steinminen und... Metzgerei ist für Eisenminen. Okay. Benötigt. Okay, wir brauchen also Brot, Fleisch, Kohle und Eisen. Das ist jetzt wichtig. Dass das geht. Das muss laufen. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Leute. Arbeitet da wer? Ja. 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 So, mal gucken, wie groß der Berg ist. Die sollen wir hierher gehen. Ja, gut, den lasse ich da schnell. Na, werd fertig mit dem Gebäude hier. Eigentlich können wir da gleich mal mehr Arbeiter. Butler machen wir mal, wie viel haben wir denn? 18 nix, machen wir mal 5 extra. Und dann nochmal 5. Genau. Dann geht das vielleicht ein bisschen zackiger. Dann geh mal dahin. Da wissen wir, dass Kohle ist und da Eisen. Und zwar eigentlich komplett. Ja. Sehen wir gleich, ob das fertig wird oder nicht. Genau, so. So ein Stückchen weiter. Ja, aber wie gesagt, was ist euer Lieblingssiedler? Das hat mich echt mal interessieren. Weil meins ist ehrlich gesagt echt bis jetzt Siedler 4. 3 war auch gut, aber Siedler 4 ist ja eigentlich wie Siedler 3, nur ein bisschen besser. Aber nach Siedler 4 ging es eigentlich für mich nur bergab. Meines Erachtens. Na, wie lange braucht es denn noch? Ach, jetzt bringen die Materialien hin. Ich gucke da auch voll gerne einfach nur zu. Gleich hämmern die alle los. Ja gut, eigentlich haben wir die zwei Dinge erstmal. Stein haben wir eigentlich echt viel, das ist ganz gut. Oh, jetzt fangen sie an zu arbeiten. Jetzt wird's aufgebaut. Dann haben wir das eigentlich. Haben wir Fisch? Nö.
Können wir gleich noch eine Fischhütte bauen. Damit wir wenigstens Fisch haben. So. Brot haben wir ein bisschen, Fisch haben wir auch noch ein bisschen, aber trotzdem. Gold, 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 Gold. Da kommt Gold hin. Okay, der Berg ist schon mal sehr schön. Dann versammle ich die aber wieder da hinten. Man kriegt sie ein bisschen lieber. Und bald haben wir Arbeiter, richtig viele Arbeiter. Dann müsste eigentlich alles ruckzuck gehen. Die fangen schon mal an zu buddeln. Oder haben sie schon? Ach, die bringen schon die Materialien hin. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt haben wir Leute. Jetzt geht's los. Müssen nicht steigen ohne Ende. Komm, Fischershütte. Und eine Angel. Ja, zwei Angeln haben wir. Zwei Angeln haben wir. Gut, der Angler geht schon mal hin. Wir kriegen ordentlich ein paar Leute. Träger tun wir auch mal immer 5 dazu. Und dann dürfte das eigentlich jetzt ruckzuck gehen alles. Hallo? Da? Hier? Hier, Hämmern. Und ein Lager. Machen wir schnell. Wo war denn das? Ach da. So. Kohlemine, eine Eisenmine brauchen wir. Können 35, 35, oh bitte. Da haben wir. Oh, hätte jetzt aber. Da geht's richtig rund. Wir haben keine Schaufeln mehr. Ha. Gut, das ist. Naja. Da müssen wir mal ein paar Schaufeln erstmal bauen. Jetzt haben wir eine Kohlemine. Eisenmine. Wir haben eine Eisenschmelze daneben. Die hauen wir. Aber da hinten hin, glaube ich. So. Die hauen wir dahin. Weil dann eine Werkzeugschmiede. Ach, die wollte ich da hinten hin. Ja gut, ist aber blöd. Ja, die hau ich hierher. So. Aber Träger können wir mehr machen, oder? Wenn wir eh so viele Leute haben, können wir dann später wieder reduzieren. Ach guck, die ist schon fertig. Die ist auch schon fertig. Hier geht's ja richtig zackig. Voran, finde ich. Dann können wir aber eigentlich gleich, weil die wollen ja Brot. Spiel gespeichert, oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir werden angegriffen.
Die brauchen ja Brot, das andere braucht Fleisch. Ach ja. Ja, das soll er weitermachen. Das einzige Blöde jetzt. Ich glaube, der da soll nicht dort. Der soll die mal weghacken, damit die ein bisschen aus dem Weg sind. Meine Überlegung ist gerade, was mache ich jetzt zuerst? Ohne Kohle geht da gar nichts. Also Kohle brauche ich unbedingt. Und Kohle will Brot. Und Brot, dafür brauche ich Platz. Bäckerei braucht Wasser. Da brauche ich erstmal Wasserwerk. Zählt Wasserwerk. Braucht Wasser. Nee, ein Fluss ist. Da ist Fluss. Das könnte gehen. Das zählt, glaube ich. Dann Getreide. Oh, das ist sehr gut. Getreide tun wir dahin. Wir haben nur noch eine Mühle. Die pflanzen wir direkt daneben. So, und ein Bäcker. So. Dann stellen wir eigentlich direkt Brot her. Und Fleisch jetzt noch. Fleisch. Um Fleisch herzustellen. Schafzucht. Benötigt Wasser und Getreide. Das heißt eigentlich noch eine Getreidefarm, aber erstmal. Ha. Ich würde hier gerne noch eine Getreidefarm hinmachen. Das heißt, ihr zwei da, macht's mal hier, bitte. Und der haut jetzt eh die Steine weg. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Also hier kann ich mal sagen, was hier alles gelagert werden soll. Machen wir mal Kohle. Und Eisen. Genau. Ja, genau. So ist gut. Ach. Der soll schmelzen, genau. Kohle ist wichtig. Was haben wir da? Hier ist Gold. Gold, Gold, Gold ist schön. Gold ist toll. Komm schon, Mädels. Wo ist denn die Werkzeug? Da, oder? Genau, Werkzeugschmiede. Da können wir gleich mal sagen, da ist der paar Schaufeln. 5 Stück. Damit wir jetzt die fehlenden. Sind das eigentlich Pioniere? Nee. Planierer. So, Planierer heißt das. Wasserwerk ist fertig. Hat Wasser. Sehr schön. Das gefällt mir. Du kannst eigentlich auch damit helfen, hier so. Das läuft auch. Die brauchen jetzt aber langsam Futter.
Bäckerei steht auch bald, bringt uns aber nichts, wenn... Ah, scheiße, das war nicht die Getreidefarm jetzt, oder? Ah, ich bin blöd. Wo soll denn der jetzt Getreide anpflanzen? In die Richtung? Eigentlich hätte der... Ach, Mist. Ja gut, hier ist ja genug Platz eigentlich, oder? Oder hier in die Richtung? Ja, in die Richtung kann er sich ausbreiten, glaube ich. Ah, das war jetzt blöd. Ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem. Scheiße. Haben wir überhaupt Zensen? Haben wir Zensen? Haben wir keine Sense? Mir. Doch, eine. Eine Hammer. Aber ich brauche sowieso noch eine, also der kann ruhig. Wo ist denn das? Hier. Noch eine Sense machen. Jo. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Getreide. Hier geht es geht ja richtig ruckzuck. Machen wir da lieber. Die gehen immer von automatisch so rüber, das nervt. Sollen hier mal Platz machen, damit ich vielleicht hier nochmal ein Getreide setzen kann. Weil ich brauche, glaube ich, doppelt Getreide. Einmal für Brot und einmal für die Schafzucht dann. Was fehlt denn? Holz und Stein. Aber ich mag jetzt keine Steinhütten bauen oder so. Jetzt bringen sie nur die Eisenbahnen direkt zum Schmied. Ich glaube, ich baue noch... Ja, nee, wenn ich jetzt noch ein Lager baue, wenn ihr Steine fürs Lager verwendet. Soll aber gleich hier benutzt werden. Die Bäume wachsen, das ist schon mal sehr gut. Holzfäller auch, perfekt. Und Sägewerk. Ah, oh, diese Nostalgie, das ist so toll. Oh nee, das ist zu knapp. Gehen wir mal hier. Ja, hier ist gut. Ja, da ist super. Also doch genug Platz für ein Getreide. Wenn der fertig ist, will ich gleich noch eine hinsetzen. Wegen Fleisch. Was will eigentlich Gold? Gold. Kohle- und Steinminen. Eisenschwefel. Goldminen. Eigentlich könnte ich gleich eine Goldmine bauen. Achso, das gehört noch nicht uns. Yo. Ich gehe mal davon aus, dass einfach Getreidefarm ja genug Platz hier hat. Dann können eigentlich die zwei... Ne, machen wir mal der da. Hier schon mal anfangen. Thank you.
wie viel Kohle wir haben. Ja. Dann haben wir es eigentlich. Ey, es ist immer noch nicht fertig. Was ist denn jetzt? Einmal Holz, da kommt's. Lauf, mein Freund. Schneller. Ich finde es schlimm, dass man, also das war früher ganz, ganz schlimm, dass du die Kamera nicht drehen konntest. Furchtbar. Aber unsere Getreidefarm ist fertig. Das heißt, wir stellen jetzt selber Brot her. Wir können ein neues Bauprojekt machen. Machen wir zuerst ein neues Lager oder machen wir jetzt eher mal, Waffen? Nee, Fleisch. Fleisch, Gottes Willen, ihr habt's recht. Ja, prinzipiell. Eigentlich müssten wir noch mehr Stein abbauen. Ich baue jetzt erstmal ein neues Lager. Mann, ist da. So, wo ich Stein und Holz lager. Stein und Holz lagern. Gleichzeitig nochmal Getreide. Nochmal Getreide, weil ich dann gleichzeitig eine Schafzucht brauche, die nirgendwo Platz hat. Lol. Außer hier. Schafzucht. Und mit dieser Schafzucht machen wir dann noch einen Metzger. Der Metzger kann aber hier eigentlich relativ gut rein. Hier stört er nicht. Ja. Eigentlich Baumaterialien gehen immer gleich flöten. Eigentlich könnte man da eher so Werkzeug reinhauen. Oder Lebensmittel. Lebensmittel. Mach mal. Brot, Fisch und Fleisch. Genau. Und dann ist das auch ein bisschen aufgeräumt. So. Mit 42 nichts tun. 57 sogar. Schaufeln, das geht eh schon schnell. Ein Träger bringt uns nichts, weil der sowieso nicht schneller arbeiten kann. Noch ein Holzfäller wäre es halt gewesen. Aber Steinmetz, das bringt nichts, weil eigentlich dann ist alles andere nur schneller weg. Na gut, aber wie Fleisch produziert wird, sehen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Die Siedler 4 gefallen und ihr freut euch auf die nächsten Folgen. Ich freue mich zumindest drauf. Ich mache mir jetzt erst die erste Mission hier, oder es ist, glaube ich, schon die zweite. Die erste habe ich mal als Probe gemacht und, ja. Das ist die Römer. Ich darf sagen, wir machen eine von Römern, dann eine von Wikinger, dann eine von den Mayas. Das immer so abwechselnd und je nachdem, wie es euch gefällt, ob ich weitermachen soll, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und ja, dann sehen wir uns eigentlich in der nächsten Folge von Die Siedler 4. Danke fürs Zuschauen und ciao!